Microsoft Studios, Moon Studios. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Ori and the Blind Forest in Definitive Edition. Ich wollte, bevor ich mit Ori and the Will of the Wisp, oh Gott, was für ein Name, anfange, wollte ich Ori and the Blind Forest spielen. Das Ori and the Will of the Wisps hat ja alle irgendwie begeistert. Da wollte ich es mal mit Ori and the Blind Forest und dann mit Ori and the Will of the Wisps versuchen. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Also die Musik ist schon mal Wahnsinn. Generell die Atmosphäre soll ja sehr schön sein in dem Spiel. Der sieht aus wie so ein dicker Panda-Bär. Plop, plop, plop. Schwalbennest. Also schon mal sehr schön. Also es ist 2D-Optik, klar. Viele mögen das ja nicht. Sagen dann immer so, Indie und oh. Ich weiß nicht, also wenn die Atmosphäre stimmt, warum nicht? Als Naru mein Licht an sich nahm, sacht. Wir sind so... Als ihr eigenes Kind. Wir sind so ein kleines Drachenwesen. Oh, da sind wir beide drauf. Voll süß. Können wir irgendwas außerspringen? Nein. Dann können wir eben nur springen. Hui, da sind Xe. Warum sind da Xe? Da auch. Hui. Ah, darum Xe. Das heißt, wenn ein Baum leer gegessen wird, dann kommt ein X drauf. Hui. Da gibt es noch haufenweise Bäume. Mit vielen, vielen Früchten. Das haben sie aber auch schön gemacht mit diesem Zeitraffer. Normalerweise sind es ja immer solche komischen Fetch-Quests, die man dann erledigen muss. Sammel so und so viel Holz ein, damit so und so die Brücke gebaut wird. Oh. Nervt dieses Glühen nicht irgendwie im Dunkeln nach einer gewissen Zeit? Hui! In dieser schicksalhaften Nacht. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Plopp. Ich rief nach Ori. Gänsehautmoment. Okay. Irgendwie verdorrt alles.
Doch Hoffnung, die gab es nicht. Ach, gibt's nichts mehr zu essen? Ach, weil der Baum stirbt. Der Lebensbaum. Stirbt natürlich auch der Wald. Okay. Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Oh. Der Wald nur blind und traurig war. Der verzichtet auf die Frucht für Ori. Der ist irgendwie voll niedlich, der Kleine. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Wie die Atmosphäre sich geändert hat. Von total fröhlich und happy auf irgendwie düster und... Boah, was ist das? Irgendwie niedergeschlagen, so auch die Musik und... Krass. Ich frage mich echt, warum ich immer so traurige Spiele spielen muss. Er sich freut. Oh nein, sie ist tot. Sie ist gestorben. Oh nein. Nun wieder eine Weise ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schreie ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Als die Kraft meines Kindes wich.
und der letzte Atemzug getan war. Belebte mein Licht Ori wieder in ein neues Zuhause. Okay, das ging mir jetzt zu schnell, Entschuldigung. Spiel gespeichert. Okay. Die Ansicht ist jetzt viel weiter weg als vorhin. Können wir irgendwas? Gar nichts außer springen. Okay. Also hat uns der Baum wieder belebt. Was stand da eben? Gedrückt, um höher zu springen. Ich hab doch A gedrückt. Gehalten. Stelle ich mich jetzt dämlich an oder ist das Spiel dämlich? Oh. Mein Gott, wie präzise muss ich denn da springen? Runter, um fallen zu lassen, okay. Oh! Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Ah, da unten. Okay. I, was ist das? Oh, es macht Schaden. Ja, I, was ist das? Und ich spring direkt darauf. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Irr. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Halte B gedrückt, um eine Seelenbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Ach du Scheiße, das heißt, ich kann nur speichern, wenn ich eine Energie dafür habe. Krass. Entschuldigung. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Der springt voll süß. Wupp. Wupp. Ich muss oben lang. Das sieht man, aber hier unten ist klar. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in der Nähe, um. Dann speichern wir hier. Cool. So. Ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Mhm. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Mhm. Wiedererwecken. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Oh, das ist irgendwie cool. Aber okay. Ah, das heißt, ich kann an diesen Dingern auch nur einmal speichern, solange ich Energie habe. Sonst nicht. Na toll, jetzt habe ich diese Flammenkugel, aber ich kann damit nicht schießen. Tief im Wald fand Ori das verlorene, Entschuldigung.
meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Oh. Plops. Scheiße. Habe ich jetzt gespeichert? Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Aha. Da müssen wir also hin. Ach du Scheiße. Ach, dann mal los. Neues Ziel. Ah, die Karte rufe ich so ab, okay. Ui! Man muss sich irgendwie auch so ein bisschen dran gewöhnen, das Angreifen und das Springen ist so ein bisschen anders, sag ich mal. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Ah, ich habe also Speicherpunkte. Aber ich kann auch zwischendurch mit diesen Dingern speichern. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Es gibt keine anderen Geisterportale. Kann ich eigentlich an so einem Geisterportal auch Upgrades machen? Ja, das geht. So, ermöglicht es dir, drei Flammen abzufangen, bevor du nachladen musst. Mhm. Erhöht die Stärke deiner Geisterflamme. Also ich bin eigentlich immer so eher der Angriffstyp. Am Anfang zumindest. Ich gehe nicht so gerne in die Defense. Vor allem nicht in solchen Spielen. Plopp. Was ich aber eigentlich müsste, glaube ich. Mann, hat das mich gerade erschreckt. Ah, ich kann die bewegen. Ah, die Dinger lassen sich nicht angreifen, okay. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine benötigt wird. Ah ja. Den Stein kann ich also bewegen. Ich kann die Kamera von hier aus nicht bewegen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unten lang noch irgendwas hätte. Okay, ja. Ah, da oben ist noch ein Schlüsselstein. Ich
blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Okay, also müssen wir doch oben lang und dann unten lang. Ist doch schön. Hat er uns jetzt wirklich getroffen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ey. Tschup. Plopp. Und plopp. Ist hinten noch was? Nö. Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Okay. So, Geisterhöhle, Schwarzwurzelgänge und Hohlhain. Wir sind ja aus dieser Schwarzwurzelgänge gekommen, aber sie hat eben gemeint, wir müssen diese Höhle. Eigentlich. Aber ich würde gerne hier erstmal gucken wollen, ob hier irgendwas noch so rumliegt. So. Weil da oben liegt etwas. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Ah, ja. Ist doch schön. Ah. Es geht schon mal hier nicht weiter. Also wieder typisch Metroidvania. Uns fehlt etwas, um da lang gehen zu können. Also können wir nur in die Geisterhöhle. Oh, ey. Ich bin so blind. Oh. Wieder eine Tür. Perfekt. Die gefallen mir. Die wehren sich nicht. Ich frage mich, ob ich jetzt eher nach links hätte gehen oder auch nicht. Ori, dies ist ein Kartenstein, eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Nein. Kann Ori überhaupt schwimmen? Habe ich vorhin gar nicht ausprobiert. Toll, jetzt sind hier überall wieder die Gegner da. Ach, das muss mich vorhin getroffen haben. So, gehen wir mal nach links. Also die Gegner kommen wieder, aber diese Stacheldinger nicht. Scheinbar. Hey, die Dinger bewegen sich wie Flügel da unten, diese Pilze und alles. Oh, hey, sieht das eklig aus. Ich glaube, ich muss da runter. Jetzt habe ich keine Wahl mehr, super. Oder? Ich glaube nicht. Nochmal. Noch einmal und dann gehe ich unten lang. Ein letztes Mal noch. Ich will mal am höchsten Punkt springen. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten und deswegen explodiert jetzt alles. Okay.
Warum kann das nicht in jedem Spiel so sein? Das sind Kügelchen. Mann, was für eine Scheiße. Da oben ist so eine Leuchtkugel. Da waren jene, die sich die Hoffnung zuwandten. Okay. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaumes lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Baumstämme alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geisterin. Ah, bevor das ist, gehe ich erstmal hier. Ah, da hoch. Okay. Du hast den Wandsprung gelernt. Um die Fähigkeit nutzen zu können, musst du dich unter Verwendung von, ich denke mal, das soll linker Stick heißen, zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um dran oben. Okay, versuchen wir es mal. Hier oben ist hier eine Wand. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Danke für den Hinweis. Und mit diesem Hinweis würde ich auch hier speichern. Vergrößere den Radius und erhöhe den Schaden der Stichflamme. Was ist denn Stichflamme? Wir haben doch nur diese Flunkenflamme, oder? Okay. So, wieder wecken, ermöglicht das Benutzen. Gibt es hier irgendwas Cooles? Verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Dreifachsprung. Ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Okay, das ist cool. Sehen wir, wird die Kosten der Seelenverbindung. Ermöglicht es euren Server und Wasser zu atmen. Was haben wir hier? Vitalitätseffizienz. Nehmen wir mal Wiedererweckung und dann neu formieren, weil ich will das und das. Ich hasse es, in Spielen zu schwimmen und dann zu ertrinken. So. Oh, ich kann noch mal eine Seele. Das ist cool jetzt. Also das Wiedererwecken war echt cool. So, da würde ich aber jetzt sagen, machen wir eine kurze Pause. Es geht dann in der nächsten Folge weiter mit Ori and the Blind Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss.